willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin wieder da. Ja, ich hatte jetzt ein paar Tage Pause gemacht. Ich war nämlich nicht daheim. Ich habe bei meiner Tochter Babysitter gespielt. Die war krank, also nicht die Kleine, aber meine Tochter. Und das war wesentlich anstrengender. Ja, deshalb war ich dann bei ihr daheim, habe da geschlafen auch. Mein Rücken hat mir jetzt Danke gesagt, dass ich wieder in meinem Bett geschlafen habe. Ist ja doch ein bisschen was anderes, ne, wenn man da auf der Couch rumlümmelt. Gut, ansonsten, ja, jetzt geht's ihr wieder besser. Die Kleine ist, ja, kann die Kleine jetzt wieder alleine tragen. Die hatte sich nämlich, da hatte die Hexe geschossen und ja, die Hexe hat bestimmt gedacht, oh, eine Freundin. Naja, egal. Ich habe aber jetzt hier was ganz anderes für euch, nämlich erstmal habe ich ganz, ganz, ganz liebe Post bekommen. Eine ganz süße Karte von der lieben, jetzt habe ich den Namen, irgendwie kriege ich das nie richtig ausgesprochen, es tut mir schrecklich leid. Sumaija, kann das sein? Sumaija, ist das richtig ausgesprochen, Süße? Ich schäme mich. Und die hat die wirklich ganz alleine alles gemacht und das ist richtig, richtig süß, guck mal. Diese Mädels mit dem Regenschirm und dem Spruch, den Hintergrund und alles super, super niedlich. Hope you're having a great day. Als ich die Karte gekriegt habe, ja, war richtig schön. Habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich freue mich immer wahnsinnig über so Sachen, wirklich. Sie hat mir geschrieben, hallo, ich wollte mich bei dir für dein tolles Paket bedanken. Ich hatte ihr Wolle zugeschickt, die sie bei sich nicht gekriegt hat, glaube ich. Und diese flausche Wolle vom Action, und da waren wir, mich ja kennt, und ein paar Kleinigkeiten reingehüpft. Da hat sie mir geschrieben, das Paket war ein 100%iger Treffer. Das freut mich natürlich sehr. Das sollte ja auch so sein, ne? Und die Karte gefällt dir hoffentlich. Also schöne Zeit. Grüße, Sumaija. Nein, Simone heißt sie. Bin ich blöd? Simone. Entschuldigung, Sumaija ist der Familienname. Ich bin doch ein Trottel, ehrlich. Entschuldigung. Ich bin wirklich ein Depp. Simone, entschuldige. Da seht ihr es mal wieder, ne? Alter ist nichts Schönes. Ich habe es wieder komplizierter gemacht, als es im Endeffekt war. Aber gut. Ich hoffe, du verzeihst mir, meine Süße, ne? Gut. Das war einmal, was mich sehr, sehr gefreut hat. Dann habe ich einen kleinen Einkauf gemacht. Ich habe von AliExpress diese Stempel gekriegt. Da kommen auch noch einige nach. Ich mache mal die Folie ab, das sieht, oder? Nee, kann ich gar nicht so abmachen. Ich hoffe, ihr seht es. Das sind, wenn ich es in die Kamera halten würde, seht ihr es bestimmt. Das sind Igel oben. Ja, so eine dicke, fette Katze drauf. Ein Hund, nochmal die Katze. Da nochmal ein Hund. Katze, Igel. Es ist sehr igellastig, aber das mag ich ja. Ein Mäuschen da mit dem Regenschirm. So. Die haben mir gut gefallen und bei AliExpress ist ja jetzt das mit dem Zoll geregelt. Dann kann man ja wieder da gefahrlos bestellen. Oh jo, dann machen wir das mal wieder. Ne? Da ist ja doch noch ein Stück günstiger, trotz allem, wo es durch den Zoll halt ein paar Cent in die Höhe geschossen ist. Aber ah, ich denke mal, ja, na. Wie gesagt, habe ich mir gekauft. Und dann habe ich mir von Amazon noch dieses Embossing-Pulver-Set geholt von Ideen mit Herz. Ach ja, Werbung wegen Markennennung. Inhalt 8x Embossingpulver mit Glitzer, 10 ml, transparent, weiß, schwarz, gold, silber, lind, grün, flieder und rot. Ein Stempelkissen transparent und so ein Stift. Ich hatte schon mal so Embossingpulver, die Heatgun habe ich. Aber irgendwie habe ich, das Kissen ist ausgetrocknet, ich habe es nie genutzt. Und ich habe jetzt aber so schöne Sachen bei euch gesehen, da wollte ich das doch aber mal ausprobieren. So. Dann, ihr merkt, es hat sich in den 3 Tagen nichts geändert. Ich rede immer noch so viel. Ich trinke erst noch einen Schluck Kaffee. Katze sitzt auch schon wieder dahinter. Das ist wie ein kleines Hündchen. Der muss immer da sein, wo ich bin. Dann war ich, wann war ich am, was haben wir denn heute? Heute haben wir Donnerstag. Dann war ich am Montag. Kann das sein, Hase? Am Montag oder Dienstag waren wir im Action und im Kick, gell? In Perl. Mit Nadja und mit Pupsi. Na gut, ich glaube, es war Dienstag. Montag oder Dienstag. Und den hatte ich euch dann natürlich logischerweise noch nicht abgefilmt. Das mache ich dann jetzt. Ich war heute auch nochmal im Action und da habe ich etwas bekommen. Da habe ich mich so gefreut. Ja. Ich habe mich so gefreut. Mein Mann hat nicht verstanden, dass man sich darüber so freuen kann. Aber ihr versteht das todsicher, das weiß ich. Aber ich fange jetzt erstmal mit dem letzten, vorletzten Einkauf an, weil sonst werden wir nie fertig.
Im Kick habe ich ganz viele Sachen gekriegt gehabt für eine liebe Abonnentin von mir, die mich um Hilfe gebeten hat. Ich soll ihr ein paar Sachen besorgen. Meine paar Sachen kennt ihr dann. Das war dann ein 13-Kilo-Paket zum Schluss. Ja, sie hat mir dann die Versandkosten überwiesen und ein paar Euro mehr. Und ah, da sind wir uns eins geworden. Und sie freut sich jetzt über auf ihr Paket. Ist ja noch, ist heute weggegangen. Und ja, wenn du das hier siehst, ne, liebe Katrin, du weißt Bescheid. Ich hoffe, die Sachen gefallen dir. Es ist nicht alles neu, es sind einige auch gebrauchte Sachen dabei, aber trotzdem hoffe ich, es gefällt dir und du kannst was damit anfangen. Alles habe ich jetzt nicht bekommen, aber wenn ich es noch kriege, dann kann ich ja noch mal so ein kleines Paket hinterher schieben. Gut, ich denke mal, dass das klar ist. Also die Sachen sind also schon auf dem Weg und ich kann sie dann deshalb auch nicht mehr abfilmen. War alles Basteliges. Dann habe ich auch für mein Pupsi Sachen gekauft gehabt, die hat sie auch schon. Die hat schon damit gespielt und ein Teil hat sie mir wieder mit zurückgegeben. Die hat sie mir in die Tüte geschmissen. Das war so ein Puzzle und da war diese süße kleine Spinne drauf. Das waren lauter so Tiere und die ist noch irgendwie, hat die, ich weiß nicht, was dran kleben, aber gut. Kriegt sie ja natürlich wieder von mir zurück. Ich spiele ja nicht damit. Ja, dann habe ich im Kick noch die Strohhalme geholt. Wie sie hier. Da, also dahin. So blau-weiß. Spiralisiert oder sowas. Und die haben, was haben die gekostet? 1 Euro und das sind 10 Stück, ja. Hatten sie auch jetzt nur noch in diesem blauen Design. Ich habe nämlich bei einer lieben Abonnentin und bei, nein, bei einem lieben Menschen, wo ich den Kanal auch abonniert habe, gesehen, die so keine Paper Pops, aber so diese Strohhalme mit Federn und so gemacht hat, so Puschelfedern, was weiß ich. Und das hat mega cool ausgesehen. Und so welche will ich dann auch machen und vielleicht im Sommer dann so einen Drink rein oder keine Ahnung, irgendwie zur Deko benutzen. Das hat mir gut gefallen. Dann habe ich die hier gesehen und da wollte ich doch wirklich mal probieren, ob das klappt. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich werde es versuchen. Es hat 79 Cent gekostet und ich habe in Geschmacksrichtung Banane mitgenommen. Ich mag ja so gerne Banane-Milchshakes, ne? Und das hier ist so ähnlich. Das sollte man in ein Trinkglas von ca. 200 Milliliter Milch reinmachen, Raumtemperatur. Und dann durch diese Kügelchen da, ne, schmeckt die Milch dann nach, soll sie nach Banane schmecken. Ich bin mal gespannt. Sie hatten es auch noch in Schoko und in Erdbeere und noch was weiß ich. Aber die Banane, die werde ich ausprobieren, ob das dann auch wirklich klappt. So, dann hatte ich beim Kick auch noch zwei kleine Blöcke gefunden. Für der hier hat 1 Euro gekostet. Da seht ihr die Designs auch auf der Vorderseite. Die ist sehr, sehr schön. Ne? Sehr so blumig, ein bisschen passt ja jetzt gut zum Frühling, Ostern. Wird seine Verwendung finden, sind 24 Blatt. Grammatur steht jetzt hier nicht drauf. 1 Euro, wie gesagt. Und es ist auch, ja, einseitig. Ich halte immer die verkehrte Seite. Einseitig bedruckt, ne? Gut, dann hatte ich noch den hier gefunden. Der hat 1,99 € gekostet. Das sind auch 24 Blatt. Aber der ist halt foliert und etwas dicker. Auch sehr blumenlastig, aber der ist auch sehr, sehr, sehr schön. Die Folierung ist auch recht dezent da drauf, muss ich sagen. Und ja, da hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist ja nicht, als ob ich kein Papier hätte. Das ist ja nicht das Problem. Aber wenn man das dann da liegen sieht, ich glaube, das geht allen so. Ne? Also, könnte man für den Präkom nehmen mit. Ja, das war dann der Kick. Und ich habe hier gerade noch was gefunden. Meine Tochter hatte diesen Piekser hier von Raya. Seht ihr das? Das ist so ein Piekser. So, der hat oben so ein bisschen einen dickeren, kugeligen Dings da. So eine Kugel, eine kugelige Kugel halt. Da oben und hier so eine ganz dünne. Und die hat den da liegen gehabt und einfach nicht benutzt. Ja, und da habe ich gedacht, nimmst den mit. Ich habe sie aber gefragt vorher. Also nicht, dass ihr meint, ich würde meine Tochter bestehlen. Weil ich denke mir mal, so vor allem mit diesem kleinen spitzen Ende da unten, kann man ganz gut so von Stanzteilen diese heraus poppen, diese kleinen, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn das so filigrane Teile sind und dann halt diese Zwischenteile da rauspieksen. Ja. Dann wollte ich euch noch was zeigen, bevor ich zum Action komme. Und zwar habe ich wieder mal ein Diamond Painting fertig. Ich hatte ja jetzt Zeit bei meiner Tochter. Und zwar dieses hier.
Jack Skellington. Eine Spielkarte ist das, wo unten so mit diesen Weihnachtsmützen, Männlein und oben dann Natur, dem kleinen Kürbis. Aber ich hab's, ich kann es euch sagen, ich bin fast irre geworden. Da ist in, jedes dritte Steinchen wechselt die Farbe, da bist du bekloppt. Ich teile mir das zwar immer in Sektionen ein, so immer so das Papier bis dahin hoch, dann bis dahin. Aber dann fülle ich das dann auch jeweils zuerst A, dann B, dann C und dann nach 1, 2, was halt da ist, der Reihe nach. Aber da wirst du wirklich, da bist du irre. Bei dem hier, das war wirklich eine Katastrophe. Und mich haben jetzt so ganz viele gefragt, mit dem Versiegeln, also nochmal zur Wiederholung. Ich versiegle das ganz einfach mit dem Glossy Varnish von Action. Der kostet 1,79 Euro pro Fläschchen und mit dem kommt man wirklich sehr, sehr lange hin. Ich hatte von dem noch einige Fläschchen rumstehen von meinen Resinteilen, die ich damit immer lackiert habe, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja, also ihr kennt die alle, das ist so diese kleine, ich hab's jetzt nicht dabei, das ist, mehr ist es nicht. Also einfach mit dem Pinsel drüber streichen. Das läuft euch in diese Ritzen rein und das hält die Steinchen schön fest und außerdem rahme ich sie ja auch noch. Also da läuft gar nichts mehr weg. Mehr ist das nicht, das Versiegeln von diesen Diamond Paintings. Das sind jetzt runde Steinchen. Ich habe jetzt bei One Day Saving oder bei Newcrafter, ich weiß es nicht mehr, auch noch einige größere im Warenkorb, die ich mir bestellen möchte. Das sind wirklich so mega Eumel und ja, wir werden sehen. Ich habe sie noch nicht bestellt, sie liegen mal im Warenkorb. Mal gucken. So, dann kommen wir jetzt zum Action. Action Haul und es ist jetzt auch diesmal recht viel Basteliges, aber wie ihr es schon von mir gewöhnt seid, recht kunterbunt durcheinander. Ich habe es jetzt ein ganz klein wenig aufgeteilt, aber wirklich nur ein klein wenig. Also jeder, der jetzt sagt, wir sind schon wieder 12 Minuten und es war nichts Basteliges oder was weiß ich, es kommt. Es kommt. Langsam, aber es kommt. Miau, ja. Katze weg, Katze schreit oben. Ich brüllte noch andere. Wer war doch immer? Ich weiß es nicht. Mein Mann sitzt hier nicht, dass er denkt, ich hätte jetzt hier Gespräche mit dem Hausgeist oder so. Nein. So, fangen wir mal an. Ich habe mir, beziehungsweise habe ich zuerst mal hier für eine liebe Abonnentin von mir, ihr Hund möchte Fremdsprachen lernen. Und deshalb kriegt er jetzt von mir Entenbrust geschickt. Na, guck mal, Mareike, das ist für die Pina. Damit sie auch schön fleißig wie eine Ente quaken kann danach. Ich weiß, ich bin bescheuert. Ja. Sie hat mir unterstellt, ich würde ihrem Hund nur vegane Leckerlis. Ich hatte das ich habe es gut gemeint, ne? Habe ich nur gedacht, ja, gut, dass er nicht so fett wird oder so gesund sich ernährt, aber das war auch wieder nicht recht. Puh. Kriegt er jetzt Entenbrust, hast du das davon? Nachher quakt er. Mach nichts. Ist ja nicht mein Problem, ne? Wenn dein Hund quakt. Aber er freut sich bestimmt darüber. Also nicht über das Quaken, aber über die Leckerli. Ich rede schon wieder einen Müll zusammen. Schlimm. Naja. Ihr seid es ja nicht anders gewöhnt. Und dass ich auch immer wieder mal hier verschwinde, weil hier auf der Seite rechts neben mir liegen die ganzen Sachen auf dem Boden, in der Tüte. Also sehr koordiniert wieder. Ne? Dann habe ich auch in einem Video, entschuldigt die Knistererei, diese hier gesehen. Diese Mauam-Kracher. Und die wollte ich unbedingt mal probieren. Ich bin jetzt nicht so dieser unglaublich große Mauam-Fan, aber die sollen anscheinend sehr lecker sein. With Fizzy Center, dann sprudelt's. Und ja, das mache ich recht gerne. Ich habe auch dieses Brausepulver sehr gerne. Und ja, können wir mal probieren, wie die mir schmecken. Probieren wir mal heute Abend aus. So, dann habe ich noch Essenstaschen. Diese hier geholt. Die habe ich auch gleich ein paar Mal genommen. Was die Sachen kosten, wie gesagt, Actionpreise, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht blende ich sie noch ein unten, wenn mir der Sinn danach steht. Wenn nicht, dann nicht. Thank you with all my heart. Die sind ein paar Mal mitgekommen, wie gesagt. Die sind auch schon in dem Päckchen mit weg. Dann habe ich mir die Chupa-Chups mitgenommen. Die haben mir gut gefallen, weil Do You Love Me, ne? Für Valentinstag jetzt. Das sind diese Lollis. Und da ist halt, finde die Antworten auf jedem Lolli. Da sind halt auf dem Lolli so kleine Worte eingeprägt, gestanzt, was auch immer. Das sind dann Erdbeere, Orange und tropische Früchte. Oh ja. Wollen wir mal gucken. Mhm. Finde ich ganz, ganz süß. Und ab und an mal so Lutscher. Ja, hier sind nochmal die
Herzchen von Haribo. Ja, aber ich habe auch den Zettel noch, ne? Aber ich habe jetzt keine Lust, das alles zu suchen. Nennt mich faul, verschwendet mich Asche auf mein Haupt. Aber ich habe eben keine Lust. Jetzt habe ich fast den Kästen. Stuppi. Da hatte ich bald den Kästentick immer auf Flammhof gefackelt. Jetzt wart ihr fast Zeuge einer Katastrophe. Ah. Na gut. So, was habe ich denn noch hier? Was habe ich noch? Komm her. Ich habe diese Teile hier auch in einigen Hauls schon gesehen, aber als ich sie gekauft habe, waren die mir gänzlich unbekannt. Ich habe sie erst danach in den Hauls gesehen. Und zwar diese Gemstones. Die haben die, ja, da ist das Ding, in ein paar Varianten. Das hier ist so Petrol-Blautöne. Die sind richtig schön. Die glitzern und glänzen auch schön und das kann man immer gebrauchen. Hier habe ich mir gedacht, für so Wasserblasen mal oder Wasserspritzer zu imitieren. Dann haben sie noch diese Variante, das ist das rosa, violett, weiß, rot, so, das ist jetzt schon ein bisschen verrutscht da alles. Dann habe ich noch die hier, die habe ich zweimal mitgenommen, die roten. Und dann habe ich hier noch diese braunen Töne, gold, grau, schwarz, weiß. Ja. Die haben mir gut gefallen, die waren auch nicht teuer. Wie gesagt, wenn ich es hinkriege, blende ich die Preise noch mit ein, mach ich. Mal gucken. So, dann habe ich mir diese Stempel mitgenommen. Diese Zahlen-Buchstaben-Stempel, die gibt es ja auch in zwei Variationen, glaube ich. Ich habe mir nur die eine hier mitgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht begeistert. Ich habe es schon ausprobiert, es ist offen, ne? Und ja, kann man, muss man nicht. Ich weiß auch nicht, wirklich nicht, ob die jetzt bei mir bleiben oder ob die weiter wandern. Kann ich jetzt nicht so sagen, aber ich bin wirklich jetzt nicht so rasend begeistert von den Dingern hier. Gut, man muss ja nicht immer von allem begeistert sein, ne? Das ist ja halt, ne? Ist ja so. Ach ja, hier habe ich noch was Essenstechnisches rumliegen. Und zwar hat mein Mann sich diese Energy, da sind schon drei weg, Energy Bars mitgenommen. Ich glaube, das ist Erdbeere, oder? Warum stellt die Kamera wieder nicht scharf? Das ist doch... Die stellt überhaupt nicht scharf. Das ist eine Kacke. Das doch. Gar nicht. Doch jetzt. Drei Bars. 30 Gramm. Sind schon zwei weg. Mit 8 Vitaminen. High Fieber. Erdbeer. Ja. Hier ist deiner. Sonst hat Sascha den auch noch genamst. Das war das. Ich glaube, essensmäßig haben wir alles durch. Entschuldigt, ich bin schon wieder weg. Machen wir hier weiter, dann habe ich wenigstens ein bisschen freie Fläche hier. Ich habe mir dann nochmal dieses Glitzer mitgenommen. Dieses hier, diese Metallic, Matt Metallic Glitter Set. So feines Glitzer, ein bisschen gröberes und dann diese Flakes, diese Waben. Rot, Gold, Silber, Weiß. Und die haben da so einen Metallic Matten, das ist eher Kupfer, das ist gar nicht... Das ist auch gar nicht Silber, was rede ich denn? Da Kupfer ist das und Gold, ja. Und dieses irisierende Katze, die Klappe. So. Der macht mir Kopfschmerzen, der Kater, ehrlich. So, dann habe ich auch hier bei uns endlich mal diese Hologramm-Paper-Dings-Blöcke bekommen. Diese hier. Da sind dann auch diese Motive drin. Ja, die sind jetzt nicht alle holographisch. Die sind teils Glitzer, teils holographisch, teils einfach matt, so wie diese unten da, dieses Violett-Weiße. Also, ja, macht der ist nur zu, hier ist derselbe nochmal, der ist aber auf. Ich habe auch zweimal den hier, da, und er hat dann halt, ja, diese holographische Folie, dann hat er diese ganz normalen matten Papiere drin und eben dann auch Glitzer in verschiedenen Variationen. In einmal diesen, zweimal diesen, einmal diese, ne? Einmal diese Variante. Ich glaube, die kennt ihr auch alle. Die hat schon jeder noch und nöcher in die Kamera gehalten. Ich habe sie eben jetzt erst bekommen. Mit dem Flamingo finde ich super schön, gefällt mir gut. Und dann noch diese Variante. Es gab bestimmt noch mehr, aber ich habe halt nur die drei Varianten jetzt gefunden. Ich glaube, es waren die drei. Ich jetzt nicht sehr irre. Waren es die drei.
Dann habe ich nochmal Kugelschreiber mitgenommen, und zwar diese hier. Einmal. Da fehlt auch schon einer, den habe ich gebraucht, um was zu schreiben bei meiner Tochter. Das ist diese mit den Krabben und den Fischen, so ein bisschen maritim. Kugelschreiber kann man nie genug haben, die kriegen hier immer Beine, die laufen immer weg. Und dann habe ich nochmal hier so ein Buch gefunden, so mit Kuli sogar, da ist ein Kuli dran. Love, Rosa mit den Herzchen, und der hat mir gut gefallen, weil der halt wirklich nur diese linierten Seiten hat. Kein Shishi, kein Mishi, kein Nix, nein, alles nur diese linierten Seiten. Und das hat mir gut gefallen. Habe ich noch so einen mitgenommen, das ist so ein Whiteboard-Set. Da kann man dann mit diesem Stift, ob der jetzt was taugt, weiß ich nicht. Aber da kann man dann drauf schreiben, hat zwei Seiten dann auch, ne? Und ich habe mir gedacht, das hänge ich mir in die Küche, um einfach mal schnell so aufzuschreiben, was gerade fehlt. Jetzt kommt meine Tochter nicht an. Geht jetzt gar nicht. Muss mal wegmachen. So, weg. Und entschuldigt, ich stelle das Ding gerade mal auf lautlos, weil hier ruft immer nur jemand an, wenn ich entweder am Filmen bin, in der Dusche stehe oder den Mund voll habe. Die riechen das irgendwie. Sonst ruft mich den ganzen Tag keiner an, wenn ich Zeit habe. Sehr lustig, ne? Timing. Ja, dann hier habe ich nochmal Kulis, sehe ich gerade, diese hier. Sehr schön, so marmorierte. Dann habe ich mir nochmal Liquid Watercolors mitgenommen. Ach, da ist noch Kick. Na ja, gut, egal. Und zwar diese beiden, das sind diese Metallic Watercolor. Und ich habe mir da auch nur diese beiden Sets mitgenommen. Da gab es noch andere. Ich glaube, noch zwei andere. Das hier sind jetzt diese Rosa-Töne, Rosa-Violett-Töne und dieses kupferfarbene Gold-Silber. Ja, sowas habe ich noch nicht in Watercolor. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt ein bisschen mehr mit Watercolor dich vor. Und werden wir mal probieren. Ich habe mir dann auch von den Watercolors diese Aquamarker nochmal mitgenommen, die mir gefehlt haben, die Sets. Das ist dann das mit dem Wolf. Grautöne. Sehr schöner Wolf. Den schneide ich mir auch aus. Dann die mit der Schildkröte. Hat mir noch gefehlt. Dann hat mir die mit der Feder noch gefehlt. So rum. Wird ein Schuh draus. Feder. Also Rosatöne. Und dann halt hier diese mit den Walen, die Blautöne. Die haben mir auch noch gefehlt. So, jetzt habe ich die Sets. Und hier, die waren auch im Angebot. Und ja, da werde ich das dann mal ausprobieren. Und ja, bevor ich mir irgendwas Teures, Rareres kaufe, reichen die hier dicke. Ich bin wieder dabei, mich hier komplett zuzubauen. Jetzt hatte ich mir fast den Kaffee runtergeschmissen. Das geht gar nicht. Bin auch im Weg. Schön rüber. Ja, ihr merkt schon, ne? Das ist... Habt ihr es vermisst? Ja, gell? Gell, ihr habt es vermisst. Einen Tag oder drei Tage ohne Chaos-Video. Kann ja gar nicht sein. Ist ja nicht möglich. Auch Käffchen, so dille. Dann geht's weiter im Text. Dann habe ich mir Deko-Band mitgenommen. Und zwar diese beiden. Die sehen ähnlich aus, sind aber tatsächlich verschieden. Deko-Ribbon-Box. Einmal hat sie silberne Schrift, einmal hat sie rosane Schrift, so pink. Die hatten auch noch andere Varianten, aber ich habe mir jetzt nur diese beiden mitgenommen, weil Bänder habe ich rein theoretisch wirklich auch mehr als genug. Aber ja, man denkt ja dann immer noch, ja, die Farbe hast du noch nicht und die Farbe könntest du aber vielleicht mal gebrauchen. Und ja, gut, dann nimmt man es halt mit. Hier sind 14 Stück drin. Ah, 1,5 Meter ist ja auch nicht so rasend viel auf einer Rolle drauf. Die hat man dann auch schnell verbastelt. Damit tröste ich mich jedes Mal. Dann habe ich bei uns das hier gefunden, nochmal, diese Bilder. Und da habe ich vor, da sind ja teils fertig ausgemalt, fertig ausgemalte drin, ne, diese hier. Und einmal welche, die man selber anmalen kann. Und da hatte ich mir dann gedacht,
Ich habe gedacht, tatsächlich habe ich gedacht, dass man die, die fertig ausgemalt sind, ja vielleicht noch ein bisschen aufhübschen könnte. Mit Glitzerfarbe, mit Paste, mit Wackelaugen, mit Federn, mit Bändern, Washi-Tape, irgendwas. Und hier sind ja auch Stempel und Washis dabei. Und Sticker sind dabei, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das nutze dafür, eher nicht. Ich habe ja noch und nöcher zum Verschönern. Ich werde das ausprobieren. Ich werde es einfach ausprobieren, mal gucken. Und dann schön in den Rahmen rein, nachher beim Pupsi an die Wand oder auch bei mir. Ich bin ja auch noch so klein und ja, habe meine Freude daran. Und auch für die Märkte können wir vielleicht auch mal so ein Set mitnehmen und dann einfach mal gucken, zur Verschönerung vom Standen benutzen. War ja auch mal eine Idee, ne? So rundherum. Ja, doch, das stelle ich mir ganz hübsch vor. So, dann habe ich mir, upsala, diese Farbe mitgenommen. Das ist Vintage Paint. Ich nutze an sich nicht viel von diesen Farben. Ich habe noch Blau und Altrosa, Grün habe ich auch, glaube ich. Aber das hier war eine Farbe, das habe ich noch nie gehört. Sugar. Sugar. Was ist Sugar? Sugar ist Zucker. Das ist weiß, ne? Aber das hier ist wirklich, also es sieht weiß aus, aber wenn man es so richtig ins Licht hält, dann ist da so ein ganz zarter rosa Schimmer drin. Aber wirklich hauchzart. Also nicht wie das, sondern dezent. Da wollte ich ausprobieren. Habe ich noch nicht gesehen beim Action, habe ich gedacht, nimmst du mal mit. Und ich habe gerade gemerkt, ich habe noch, wo liegt es denn? Hier unten liegt es. Was hier? Oh. Noch Kick. Habe ich diese Hair Color in Goldglitter gefunden und ich denke mal, die kann man auch an die Wand sprühen. Ne? Klappt bestimmt. Werde ich ausprobieren. Wenn es nicht klappt, ist auch gut. Und dann diese Kordel habe ich mir noch beim Kick geholt. Na, stellst du jetzt scharf. Das Ding ist ganz feine Kordel. So hellgelb. Die Kamera ist ganz, so ganz hell, zart, gelb. Und jetzt zu Ostern dachte ich, sowas kann man gebrauchen, weil mit dem Bäckerstwein, ihr wisst ja, da habe ich immer meine Probleme mit diesem Glitzerfaden da drin. Der macht mich nervös. Der duselt sich immer auf und dann hat man den sonst wo hängen. Und da, hier ist gar nichts. Hier ist ganz einfache Kordel, ziemlich dünn, um irgendwas dran zu bamseln. Ach ja, der Preis. Das hier hat gar nichts gekostet. Ich weiß es nicht, steht nicht drauf. Und hier steht auch nichts drauf. Aber das war auch alles unterm Euro. Also das hier, glaube ich, ein Euro und das Band 80 Cent oder sowas. So, dann habe ich mir dieses Rotary Cuttermesser mitgeholt. Und ich werde das mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt bei Amazon einen Hebelschneider gekauft, aber einen kleinen, einen ganz kleinen A5. Und wenn ich dann so beim Fernseher sitze, ich habe dann so ein kleines rundes Tischchen und dann ist der richtig schön, um Karten so zu schneiden. Finde ich praktisch. Den hier werde ich dann mal ausprobieren, ob der dann auch gut schneidet und was der alles so schneidet. Hier steht, was steht denn hier? Rollmesser zum Schneiden ohne Fransen, von weichen Material, Stoff kann man sogar scheinbar damit schneiden, Leder, Papier oder Pappe. Ja, Kamera war wieder bei einer halben Stunde, dann macht die aus, dann muss die eine Pause haben. Ich weiß auch nicht warum. Also sind wir schon bei einer halben Stunde. Na toll, gut. Ich brauche es aber, ich hätte schon wieder eine halbe Stunde voll. Macht nichts. 45 mm ist das Rad groß. Da kann man dann damit. Na hallo? Da kann man dann damit am Rad drehen. Dann habe ich mir nochmal dieses doppelseitige Klebeband, das endlich mal wieder vorrätig ist. Ein paar Rollen mitgenommen. Zwei insgesamt. Aber in dem folgenden Action Hall habe ich mir nochmal zwei mitgeholt. Also die brauche ich wirklich im Dutzend Meter. Und da bin ich immer dann ganz froh. Ich habe schon Panik geschoben, als die keine mehr bei uns hatten. In keinem Action. Ich wurde irre. Jetzt haben sie es wieder. Gott sei Dank. So, ach Gott, guckt mal hier. Das ist dieser Lack, den ich nehme zum Versiegeln. Na dahin, von den Diamond Paintings. Von Bleisweg, Acryl, Lack, Glossy. Ich habe wieder zwei Fläschchen mitgebracht. Das sind jetzt die ohne diese Tülle da. Aber die kann man ja von den anderen runternehmen, wenn eins leer ist. Und da drauf schrauben. Gewinde ist ja dasselbe. Sie hatten nämlich tatsächlich keine mit Gewinde diesmal, nur diese einfachen. So, dann. Oh, jetzt ist die Tüte fast leer, dann brauche ich nicht mehr umzubringen. Obwohl, dann liegt es am Boden, das ist auch nicht besser. Habe ich mir noch Washi-Tape geholt, und zwar das hier. Das habe ich wirklich noch nicht gehabt. Das ist mit so Süßigkeiten, Cupcakes, ja, was ist noch da drauf, keine Ahnung, Macarons
Und hier steht dann, life is sweet. Naja, nicht immer, aber gut. Ah, die haben mir gut gefallen, die habe ich noch nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, sind 3 Stück, 15 Milliliter, klar, 15 Millimeter. Die durften dann hier einziehen. Hier habe ich nochmal Band vom Kick, das ist dasselbe in weiß, wie das hellgelbe. So, Tüte ist leer, glaube ich. Tüte ist leer, na, Tüte ist nicht leer. Hier ist der verschollene Kugelschreiber, den ich bei meiner Tochter benutzt habe, der da aus dem Paket raus ist, mit Mupfeln drauf. So, in der Beauty-Abteilung, ein bisschen Quatsch mit Soße, hier habe ich ja noch Basteliges. Oh, Josebett. Ich habe ja noch ein bisschen was Basteliges. Ich rutsche mal kurz ein ganz bisschen nach hinten, weil ich habe hier ein Problem. So. Wir hatten bei uns dann jetzt endlich mal auch diese Stencils, diese Buchstaben. Und da habe ich mir jede Variante dann einmal mitgenommen. Einmal diese hier in hellgrün, dann einmal die weißen. Seht ihr das? Das ist ein bisschen, ja, in weiß. Dann hier diese in Violett, das Set in Violett, wunderbar. Dann in Gelb, das sind immer andere Schriftarten, in Orange, in Rosa, ich glaube, das war's dann, ja. Diese Sets habe ich gefunden, ich weiß nicht, ob das alle sind, die es gibt, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sets. Ich denke mal, das sind alle, weil ich habe nicht mehr gefunden, mehr waren nicht da. So. Dann haben sie bei uns endlich auch die Sticker gehabt, alle diesmal. Und ich habe natürlich alle mitgenommen, ist ja klar. Hier einmal dieses Set mit dem Fahrrad, mit dem Mädel. Das habe ich nur einmal mitgenommen. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Das hat mir gut gefallen, aber nicht so gut wie die anderen. Die Stiefel finde ich toll, das Nest, das Fahrrad. Ja. Dann habe ich mir dieses mitgenommen mit dem maritimen Schickrütte süß. Ah, der Hut ist auch niedlich. Aber die habe ich mir auch nur einmal mitgenommen. Der Hut, Hängematte. Ach, also Sommertime, Sommerfeeling. Dieses hier durfte dann natürlich zweimal mit. Ich war es nicht, es war auch nicht mein Mann, der sitzt noch. Es war tatsächlich ein Block, der runtergefallen ist. Wie oft sage ich jetzt noch tatsächlich? Ist egal. Ich habe mich da irgendwo angesteckt damit. Also diese hier, die habe ich mir zweimal mitgenommen. Und wer die Motive sieht, weiß warum. Also außer das Mädchen, das ist jetzt nicht meins, aber so der ganze Rest ist absolut meins. Die sind so schön. Guckt euch mal den Vogel an und den Fuchs und oh, den Wolf. Herrlich. Und dann diese hier. Entschuldigung, ich muss euch das schon in die Kamera halten. Ah, die Eule ist toll. Ja. Also der durfte zweimal mit der Bogen. Und dann dieser Bogen hier. Na, wo ist er denn? Der hier. Der hier. Der durfte auch zweimal mit. Da habe ich aber schon einiges davon verbastelt. Von dem zweiten Mal, wo ich es mitgenommen habe für mein Journal. Da die Eule mit dem Partyhut. Die ist doch richtig schön. Guck mal. Dann hier. Ah, der Flamingo, absolut klasse. Wieder das Fahrrad. Ja, seht ihr da? Guckt mal, der Koala. Ist der nicht niedlich? Ist ein Koala, ne? Ja. Sehr schön. Die durfte, wie gesagt, zweimal mit. Aber da habe ich schon einiges von verbraucht. Von dem zweiten. Und dann, last but not least, durften dann auch die hier zweimal mit. Zack, diese Maritimen mit dem Wal. Der Wal ist toll. Und da ist er. Der Wal ist super, der Anker ist super. Aber ich glaube, die habt ihr auch schon zur Genüge in die Kamera gehalten bekommen. Da wollen wir jetzt nicht übertreiben. Dann, Moment, ich muss mal tauchen. Der andere Block ist natürlich unter den Schreibtisch geflogen. Jetzt hänge ich hier im Stuhl im Drucker. Hase, hilf mir. Oh, jetzt habe ich mir auch noch den Kopf gehauen. Au. Jetzt schüttelt der seinen Kopf, anstatt mich zu bedauern. Bedauert ihr mich ein bisschen? Oh, das tut weh. Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen, sagt man doch, ne? Naja, gut. Also, ich habe mir den hier mitgenommen. Die hatten sie endlich auch mal bei uns. Endlich. Diese Motive, das ist so sehr, 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 sehr Lavendel- und Fliederlastig. The Garden is my happy place. Sehr schön. Ich gehe den jetzt nicht einzeln mit euch durch. Erstens kennt ihr ihn todsicher und zweitens sitzen wir dann morgen noch hier. Und den hier habe ich auch noch mitgenommen. Mit dem Mädel da,
durfte auch einmal mit der, ist auch von den Motiven drinnen, auch sehr, sehr schön. Viel Blumeliges dabei, viel, ja, so für Hintergrund ist das sehr schön. So, ihr Süßen, ihr habt es hinter euch. Ihr habt mein erstes Video nach 3 Tagen, 4 Tagen Abstinenz überstanden. Ich werde jetzt hier Break machen. Ich filme jetzt den anderen Haul noch ab. Ob der auch heute noch online kommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt der auch erst morgen oder übermorgen. Mal gucken. Wir werden sehen, wie ich Zeit und Lust habe. Ansonsten wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend. Bei uns ist es mittlerweile 7:15. Ich werde das jetzt fertig machen. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten, was auch immer ich gerade treibe. Schenkt mir ein Däumchen nach oben, macht fleißig Werbung für mich, liebe Kommentare, Mails, alles, was das Herz erfreut, auch was es weniger erfreut, macht nichts. Ich liebe jeden Kommentar von euch. Ja, Abo dalassen, kostet nichts. Würde mich mega freuen. Mega, mega, mega. Ja. Bis dann. Küsschen aufs Schnüsschen. Tschüss.